Hi, liebe Rema-Kids! Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Kindergottesdienst. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen im Winter. Hier im Winter, da wird es ja immer ein bisschen früher dunkel. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Man kann gar nicht mehr so lange draußen bleiben. Auf einmal ist es stockduster draußen. Seid ihr schon mal in der Dunkelheit gelaufen? Kommt, ich nehme euch mal mit in die Dunkelheit. Vielleicht fällt euch auf, dass man diesem Licht folgt. Man folgt dem Licht, damit man irgendetwas sieht. Denn wenn das Licht nicht da ist, dann ist auf einmal alles dunkel und man sieht die Hand vor Augen nicht. So dunkel ist es. Und wisst ihr was? So ist das auch in der Bibel. Da finden wir einen Vers über das Licht der Welt. Wow, was ist das Licht der Welt? Ist es die Sonne? Nein, lasst uns reingucken. Lasst uns in unserer Bible Time reingucken für unseren neuen Lernvers und herausfinden, wer das Licht der Welt ist. Schlagt mit mir mal zusammen auf Johannes 8 und da Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Da erzählt uns die Bibel von dem Licht der Welt. Dort steht: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht des Lebens. Wow! Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir immer im Licht. Lasst uns Jesus nachfolgen. Und ich kenne jemanden, ich habe von jemandem gerade jetzt gelesen und von dem möchte ich euch heute erzählen, der dieses Licht des Lebens gesucht hat für sein Kind erstmal. Sein Kind brauchte Leben, das war nämlich furchtbar krank. Wollen wir mal in die Geschichte reinhören? Kommt, lasst uns mal schauen, was diese Geschichte uns erzählt. In der Stadt Kapernaum lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und flehte: Komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn, er liegt im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn: Herr, bitte, komm, bevor mein Kind stirbt. Du kannst beruhigt nach Hause gehen, erwiderte Jesus. Dein Sohn ist gesund. Der Mann vertraute auf das, was Jesus ihm gesagt hatte, und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten: Gestern Mittag, gegen 1 Uhr, hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da wurde dem Mann klar, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte: Dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Jesus war dieses Hoffnungslicht für diesen Mann. Er brauchte Hoffnung. Sein Kind lag im Sterben. Keiner konnte ihm helfen. Das war ein königlicher Beamter, der hatte garantiert einiges an Geld, wurde bestimmt gut bezahlt und konnte sich bestimmt einige Ärzte leisten. Aber er brauchte ein Wunder. Und er hatte von Jesus gehört, dass Jesus Wunder tut. Also ist er zu Jesus hingegangen und hat gesagt: Oh, der ist in meiner Nähe. Ich muss unbedingt zu ihm hingehen und muss ihn bitten, zu mir nach Hause zu kommen und ein Wunder zu tun, damit mein Sohn wieder lebt. Ich brauche dieses Lebenslicht für meinen Sohn. So ist er zu Jesus hingegangen und hat Jesus darum gebeten: Komm zu mir nach Hause, bitte Jesus, und heile mein Kind. Heilt Jesus gerne? Ja, Jesus ist der Heiler. Jesus heilt gerne. Und Jesus hat gesagt: Ihr wollt immer nur Wunder sehen. Ihr wollt sie unbedingt sehen. Aber weißt du was? Ich sage dir, dein Sohn ist gesund. Gehe hin. Das heißt, glaube mir. Du musst nicht jetzt sofort
sehen oder ich muss nicht mit dir nach Hause kommen und deinen Sohn dort gesund machen und du musst es mit eigenen Augen sehen, wie ich ihn gesund mache, sondern ich sage dir jetzt, dein Sohn ist jetzt gesund. Geh nach Hause. Vertraue mir, glaube mir, dein Sohn ist gesund. So musste dieser Mann glauben oder nicht. Jesus hat ihn so stehen lassen und der Mann hat Jesus vertraut. Er ist nach Hause gegangen im Glauben, wenn Jesus das sagt, dann ist das die Wahrheit. Ich glaube Jesus. Was wäre gewesen, wenn er nach Hause gekommen wäre und sein Sohn wäre krank gewesen? Dann wäre Jesus schon wieder weg gewesen. Der hatte kein Handy dabei, dass man ihn nochmal anrufen kann. Er musste wirklich voll vertrauen. Ja, was Jesus sagt, ist die Wahrheit. Ich glaube Jesus. Auf sein Wort hin, weil Jesus das gesagt hat, hat er ihm vertraut. Und er wurde nicht enttäuscht. Sein Sohn war gesund geworden. Und er hat es herausgefunden, er hat gefragt, wann ist er gesund geworden? Wann ist mein Sohn gesund geworden? Und es hat gestimmt, genau zu der Stunde, als Jesus gesagt hat, dein Sohn ist gesund, ist sein Sohn schon zu Hause gesund geworden. Wir können Jesus vertrauen. Wir dürfen Jesus glauben. Schau mal, heute ist es auch nicht so, dass wir zu Jesus hingehen können und sagen, komm Jesus, komm an meine Hand. Ich brauche dich bei mir zu Hause. Komm, leg du bitte meiner Schwester oder meinem Bruder oder meiner Mama, meinem Papa die Hände auf, dass sie gesund werden. Nein, alles, was wir haben, ist sein Wort, das, was er gesagt hat. Und Jesus sagt in seinem Wort, dass er unser Heiler ist. Er sagt hier in Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer bei mir bleibt und mit mir geht, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird Leben haben. Er wird Leben Gottes haben. Und Jesus ist der, der für unsere Sünde gestorben ist. Wenn wir Jesus haben, haben wir Errettung. Er möchte uns vergeben. Wir müssen es nur glauben. Wir sehen ihn nicht mehr am Kreuz dort sterben. Wir lesen davon. Aber wir sehen es nicht mit eigenen Augen, sondern wir lesen davon und wir dürfen es glauben, dass das, was er gesagt hat, stimmt. In dem Wort Gottes steht, dass wir geheilt sind durch Jesu Wunden, weil Jesus für uns Schmerzen erlitten hat. Hat er unsere Schmerzen auf sich genommen. Das heißt, er nimmt uns unsere Schmerzen ab. Wir dürfen sagen, Jesus, ich danke dir, dass du meine Schmerzen auf dich genommen hast. Ich nehme das an. Ich glaube dir, dem, was du sagst. Und wo Jesus ist, da ist Hoffnung. Da, wo Jesus ist, da muss man nicht traurig sein. Da freut man sich auf das Leben mit Jesus, das ein gutes Leben ist. Ein Leben in Gottes Sicherheit, in Gottes Freude, in Gottes Liebe, in Gottes Annahme. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Und er verändert dich, damit du mehr und mehr wirst wie er. Bleib nah bei Jesus. Geh zu Jesus hin. Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, komm zu mir. Also, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz eingeladen hast, mach es heute. Geh zu Jesus hin und sag, Jesus, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist und ich will bei dir bleiben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich gehe hinter dir her. Ich bleibe mit dir zusammen mein Leben lang. Ich möchte dein Hoffnungslicht, dein Lebenslicht in meinem Leben haben. Das ist etwas Wunderbares. Das müssen wir aber glauben. Wir müssen glauben. Wir können nicht alles mit unseren Augen sehen, sondern vor allen Dingen wir heute, wo wir Jesus nicht mehr mit unseren Augen sehen, sondern nur noch das, was er gesagt hat, lesen können und wo der Heilige Geist unserem Herz sprechen kann, müssen wir glauben. Ganz, ganz wichtig. Aber ich wünsche dir, dass du wirklich ganz nah bei Jesus bist, bei dem Licht des Lebens. Das bringt uns zu unserer Bastelarbeit heute. Wir wollen zusammen so ein schönes Licht basteln. Seid ihr bereit? Los geht's!
Ich möchte heute zusammen mit euch eine Laterne basteln, auf der unser Lernvers drauf ist. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür ein paar Stifte. Ihr braucht dafür eine halbe Klopapierrolle, also das Innere davon. Ihr braucht eine Schere. Ihr braucht Kleber. Ihr braucht Tesafilm. Ja, irgendwie was zum Kleben. Das wäre hilfreich. Ihr braucht ein elektrisches Teelicht und ihr braucht ganz, ganz wichtig unseren Download. Ja, also unsere Bastelarbeit findet ihr unter unserer Webseite von der Rema Bibelgemeinde unter Downloads und das druckt ihr euch aus und dann kann es schon losgehen. Als allererstes werden wir das hier ist unser Laternenbereich und hier an der Seite, das wird der Bügel der Laterne, das wollen wir mal anmalen erstmal. Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz, damit ihr besser sehen könnt. Ich habe mir überlegt, ich werde das so ein bisschen blau mit Sternen machen, okay? Das heißt, wie mache ich es am besten? Am besten male ich mir zuerst ein paar Sterne hier drauf. Und dann male ich da blau drumherum. Ihr könnt das aber gestalten, wie ihr das möchtet. Ja? Das ist ganz euch überlassen. Okay? Ihr könnt es auch Regenbogenfarben machen oder ihr habt bestimmt irgendwelche tollen Ideen, wie ihr das machen wollt. So, jetzt male ich drumherum noch ein bisschen das Blau. So, und dann werde ich ganz außenrum das mit Rot malen. Hier so ein bisschen. Nutze ich meinen Finger so als Stopper. So, und hier an der Seite, das wird unser Henkel, den male ich auch noch rot. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Ich mache den Lernvers, den mache ich hier noch ein bisschen gelb, damit der so schön leuchtet. So, jetzt bin ich fertig mit Malen. Jetzt dürfen wir ausschneiden. Wie schneiden wir aus? Als erstes schneiden wir hier an der Seite diesen Henkel ab. Legen uns den beiseite. Dann schneiden wir jetzt einmal hier außen rum, ja? An dieser gestrichelten Linie lang. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Und dieses Blatt hier, das müssen wir jetzt einmal falten. Und zwar von unten nach oben, da wo der Lernvers ist. Ja? Einmal in der Mitte falten. Dann machen wir es auf und falten es nochmal auf die Rückseite. Ja? Genau an der gleichen Faltlinie nochmal lang. So, jetzt haben wir das so gefaltet. Seht ihr das? Ja. Und jetzt seht ihr hier, da seht ihr diese Kästchen. Ne? Da schneiden wir jetzt rein. Ich zeige euch genau, wie das geht. Und zwar schneiden wir immer an dieser Linie einmal lang. Aber nur bis hier zum Ende. Ja. So, und dann die nächste Linie, dann die nächste Linie,
die nächste Linie gucken, dass das schön übereinander bleibt und nicht sich verschiebt. So, jetzt haben wir hier überall reingeschnitten. Seht ihr das? Und jetzt klappen wir das wieder auf. Und dann wird das, wenn wir das nachher zusammenfalten, oder zusammenkleben, besser gesagt, wird das zu unserer Laterne. Okay? Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal nehmen wir jetzt unsere halbe Toilettenpapierrolle. Die schneiden wir jetzt immer zur Hälfte ein. Immer bis zur Hälfte. Und dann lassen wir so ein Fingerbreit Lücke, dann wieder bis zur Hälfte. Immer so ein Fingerbreit, dann der nächste Schnitt. Ja? So, wenn wir einmal rum sind, sind wir fertig. Und jetzt knicken wir dieses hier nach innen. Einmal nach innen. Noch einmal nach innen, immer schön kräftig nach innen knicken. Die legen sich dann quasi so übereinander. Und am Ende entsteht sowas hier, dass die alle so übereinander sind. Ja, seht ihr das? Und hier ist wie so ein kleiner Behälter entstanden. Ja? Und hier auf der Rückseite, dafür brauchen wir jetzt unser Klebeband. Dann machen wir das jetzt hier fest mit Klebeband, dass das nicht auseinander geht. Okay? So. Super. Und hier in die Mitte kann jetzt unser Teelicht. Ihr seht, ich habe meine Klopapierrolle sehr großzügig halbiert. Da schneide ich mir noch ein bisschen was ab. Das ist ein bisschen zu viel. Warte mal. So. Das reicht. Sonst guckt mein Licht nicht so schön raus. Ne? Das soll ja richtig schön rausgucken, damit es leuchtet. Okay? So ist es gut. Seht ihr das? Und ganz wichtig, dass es kein echtes Teelicht ist, weil wir hier mit Papier arbeiten. Sonst haben wir ein Feuerwerk anstatt ein schönes Licht. Ja? Gut. Um diese Toilettenpapierrolle werden wir jetzt Kleber verteilen. Richtig, wir können das Licht noch mal rausnehmen, brauchen wir gerade nicht. Richtig kräftig einkleben, oh, dass man den Kleber sehen kann. So, prima. Und wir werden hier eine Seite einkleben. Und zwar, wenn ihr auf der Rückseite seht, da wo der Vers anfängt, das J, auf der anderen Seite wollen wir kleben, okay? Am Ende. Wenn ihr es andersrum macht, ist auch nicht schlimm. Kann man auch anders machen. Notfalls trocknet der Kleber irgendwann wieder. Und hier unten an dem Boden machen wir auch nochmal Kleber. Damit es noch besser hält. Jetzt nehmen wir hier unser Teelichthalter und legen den hier auf den Boden drauf, sodass der hier am Ende ist. Und jetzt rollen wir den hier an der Kante entlang. Roll, roll, roll. Bis zum Schluss. Machen wir das hier zu. Und jetzt können wir hier oben auch die übereinander machen. Schaut mal hier, diese Kante und diese Kante, die werden übereinander geklebt. So, fest drücken und dann könnt ihr hier vorsichtig an der Seite das auch zusammenkleben, dass das gut hält. Jetzt ist unsere Lampe schon fast fertig. So. Mal so ein bisschen runterdrücken. Dann könnt ihr da euer Teelicht
anmachen und da reinsetzen. So. Kann nichts passieren, ist ja kein echtes. So. Dann kommt da gleich noch unser Henkel drauf, hier oben. Ja? Müsst ihr schauen, wie euch das gefällt, wie ihr den dran machen wollt. Ich mache den am liebsten von innen, dann nehme ich mir nicht so viel von dem Text da außen weg und kann es gut verkleben. Hier innen mache ich einmal Kleber dran und auf der gegenüberliegenden Seite. Wunderbar. Und dann wird das hier reingeklebt. Eine Seite und noch eine Seite feste drücken. Und jetzt haben wir unsere eigene Laterne. Jesus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier kommen unsere Wiederholungsfragen. Frage Nummer 1. Worum bat ein königlicher Beamter Jesus? Erstens, Jesus, kannst du für mich Wasser in Wein verwandeln? Zweitens, Jesus, komm bitte zu mir nach Hause und heile meinen Sohn. Oder drittens, Jesus, kannst du mich zum König machen? Welche Antwort ist die richtige? Antwort Nummer 2 ist richtig, genau. Jesus, komm bitte zu mir nach Hause und heile meinen Sohn. Auf zur nächsten Frage. Frage Nummer 2. Was antwortete Jesus? Erstens, ich komme nicht, du hast zu wenig Glauben. Zweitens, geh nach Hause, dein Sohn ist gesund. Drittens, ich komme zu dir nach Hause und heile ihn. Welche Antwort hat Jesus gegeben? 1, 2 oder 3? Antwort Nummer 2 ist richtig. Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund. Und die nächste Frage. Was tat der Beamte daraufhin? Erstens, er klammerte sich an Jesus und sagte, ohne dich gehe ich nicht heim. Zweitens, er glaubte Jesus nicht und weinte. Oder drittens, er glaubte, dass das, was Jesus sagte, stimmt und ging heim. Welche Antwort ist die richtige? Drittens ist richtig. Er hat Jesus geglaubt und ist im Glauben nach Hause gegangen. Und die nächste Frage. Wann war sein Sohn gesund geworden? Erstens, als Jesus gesagt hatte, dein Sohn ist gesund, geh heim. Zweitens, als der Vater zu Hause angekommen war. Oder drittens, als Jesus dem Kind die Hände auflegte. Welche Antwort ist die richtige? Erstens ist richtig, als Jesus gesagt hatte, dein Sohn ist gesund, geh heim, in dem Moment ist sein Sohn gesund geworden. Ist das nicht toll? Jesus spricht nur ein Wort und es geschieht, was er sagt. Und unsere Lernversfrage, wir haben ja einen neuen Lernvers. Vervollständig doch mal den Lernvers. Was kommt in die Lücke rein? Heißt es erstens, ich bin das Feuer der Welt? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Feuer des Lebens haben? Oder heißt es, ich bin das Licht der Welt? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben? Oder heißt es, ich bin das Helle der Welt? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Helle des Lebens haben? Johannes 8, Vers 12. Welche Antwort ist die richtige? Zweitens ist richtig, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Lass uns doch zusammen nochmal unseren Lernvers sagen. Ja? Seid ihr bereit? Okay, hier kommt er. Könnt ihr mitlesen.
Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Dieser Vers ist unser Lernvers für die nächsten Wochen, der uns in dieser Weihnachtszeit, wo es oft so dunkel ist, begleiten soll. Jesus, das Licht, möchte immer bei uns sein, aber wir müssen auch bei ihm sein wollen. Ja? Sei nah bei Jesus. Geh zu ihm hin und bleib bei ihm. Folge dem Licht Jesus nach. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Viel Freude mit deinem Lernvers, mit deiner Laterne. Lass sie leuchten zu Hause. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.